Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Sky Saga. Ich wollte euch das Spiel unbedingt mal vorstellen. Your airship has crashed. Discover resources. Ah, wir sind mit dem Raumschiff abgestürzt. Ich wollte euch das Spiel mal vorstellen. Entschuldigt bitte, wenn ich jetzt immer M sage. Ich bin jetzt schon über den Charaktererstellungsmodus hinaus. Ich wusste nicht, dass er dann hier startet. Wir haben hier verschiedene Inseln. Oh, ich will da nicht runterfallen. Kann ich da überhaupt runterfallen? Es ist sehr interessant, das Spiel. Es ist free to play. Es ist ein Alpha Early Access bis 19.02. Dann kommt es irgendwie nach Europa danach. Bis jetzt ist es auch nur Englisch. Ihr seht schon, es ist eine Art. Es hat was von Minecraft. Hat auch was von Cube World. Und wir sind hier ganz, ganz, ganz am Anfang. Ihr könnt in der Videobeschreibung sehen, wo ihr euch ja registrieren könnt. Ihr müsst euch im Prinzip erst registrieren, dann bekommt ihr eine Bestätigung und dann so ein paar, kann ich das hier schon abbauen? Ein paar Stunden später, ich habe das gestern Nacht gemacht, bekommt ihr dann den Download-Link. Und dann könnt ihr Free-to-Play playen bis zum 19. Oh, was ist das? E-Pickup? Oh. Rucksack and Hotbar unlocked. Ich habe keine Ahnung. Ich habe zwar ein Let's Play gesehen, deshalb bin ich darauf aufmerksam geworden. Wollte euch das unbedingt mal zeigen. So, okay, rechte Maustaste ist der Rucksack oder was? Open your Rucksack using R. Ach so, nicht rechts. Ah, guck mal, da sieht man uns. Das sind wir. Kann, glaube ich, auch die Kamera drehen, na? Oder? Ah ne, da können wir ein Foto machen. Kann ich mich jetzt hier irgendwie drehen um meine eigene Achse? Nee, das bin ich. Putziger. So, das ist unser Inventar. Oh, ist ja schon deutsch. Teilweise, oder? Oder? Ist Englisch Rucksack, Rucksack. Was haben wir denn da? Ein Sharp Tools and Weapons. Den können wir jetzt hier wahrscheinlich auf unsere Taste legen. Conical Unlocked. Find out about recipes materials. Also wir haben hier mehrere Slots. Was haben wir hier? Science Explorers Armor, Science Explorers Gloves, Boots. Mit Z können wir das Ding aufmachen. Machen wir gleich mal. Also hier ist unser Inventar, wo wir dann unsere ganzen Ressourcen sammeln. Portal-Ticket, okay. Mülleimer. Stack-Splitting, okay. Hier können wir jeweils immer zwei Sachen reinmachen, die wir entweder auf der linken oder rechten Hand haben und die dann über die linke oder rechte Maustaste aktiviert werden, denke ich mal. Jo, was mache ich jetzt? Jetzt soll ich. Ah, okay. Jetzt sollen wir da unten, wo das Ausrufezeichen ist, unten rechts auf Z gehen. Dann bekommen wir die History. Okay. Okay. Ist natürlich, wenn es dann in ein paar Wochen hoffentlich in Deutsch sein wird, ein bisschen einfacher. Ist sehr umfangreich. Mit Skills. Haben wir unser Zeug. Ah, okay. Tools and Weapons. Was haben wir noch? Das war es erstmal schon. Hier kommen wir noch nicht ran. Bis jetzt. Okay. Ah, doch. Was ist das? Ah, okay. Das war es erstmal. So, und jetzt müssen wir doch irgendwie hier reinkommen, oder? Können wir das abbauen schon? Ja. Ach so, wir haben ja jetzt diesen scharfen Stein, dieses erste Messer bekommen und damit denke ich mal, können wir jetzt hier rein, oder? Springen wird nicht reichen, ne? Bauen wir uns hier mal eine Stufe rein. So, sieht schon mal sehr geil aus, oder? Bauen wir uns eine Stufe rein. Mit der Space-Taste können wir springen. WASD vorwärts und so weiter. Gehen wir mal hier hoch. Das ist hier im Prinzip unsere Insel. In der Luft. Können wir mal gucken. Ich weiß nicht, ich glaube, hier sind noch keine anderen Spieler, oder? Was ist denn das? Eine Maschine, eine alte. Ach nein! Das sind die Teile von unserem gecrashten Raumschiff. Da haben wir eine alte Ruine. Hier sind schon Tiere. Super geile, hübsche Grafik. Ein Huhn, okay. What's that? Ein Schaf. Sehr geil. Gut. Und hier ist die gecrashte. Teile von der Maschine. Die Grafik ist herzallerliebst, echt.
Also ich werde das Ding auf jeden Fall spielen, wenn es Free-to-Play ist. So. Das ist im Prinzip hier unsere Insel, unser Sky-Block. Das sind noch andere Sky-Inseln. Und hier können wir halt Zeugs abbauen. Ach, hier können wir mit E immer einsammeln, das Zeug. Das Inventar ist ziemlich groß, da passt ein Haufen rein. Wir werden mal testweise ein Schaf töten. So leid es mir tut. Aber wir haben jetzt auch Wolle dadurch. Genau, einmal Wolle, White Fleece. Und haben jetzt hier auch gleich eine neue Info scheinbar in unserem Buch. Und zwar hier. Ah, rohes Fleisch. Rohes Fleisch. Piece of meat. Equip and eat this to recover heals. Wir können rohes Fleisch essen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Kann ich das essen? Food. Wie kann ich das essen? Hier. Mal gucken. Zwei. Und jetzt die linke Taste. Tatsächlich, wir können das rohe Fleisch essen. Unten sehen wir unsere Heals-Anzeige, die kleinen roten Herzen über dieser Inventar, über dieser Slot-Anzeige. So, please blocks to building. To build bridge and explore your home island. Das ist unser Home Island. Es gibt Adventure Islands, Adventure Maps. Ich glaube, auf dem Home Island sind jetzt auch keine anderen Spieler, nur ich. Das gehört mir ganz allein. Hier kann ich mir sonst was schöne Sachen bauen. Explore your Home Island. Oh, guck mal hier, haufenweise von diesem scharfen Zeug fliegt hier rum. Man kann endlos viel Zeug hier einsammeln. Es gibt echt viele Ressourcen. Wir werden mal testweise. Ich gehe wieder auf 1. Ach, die nutzen sich ab, die Dinger. Ah, sehr interessant. Ist ja mal interessant. Da werden wir mal gleich wieder 1 reinlegen. Und vielleicht hier auf die 2 auch noch 1. So. Gucken wir mal, ob wir einen Pilz zum Beispiel mal abbauen. So, können wir einsammeln. Den können wir bestimmt auch essen. Oh, was haben wir hier? Briefkasten. Können hier doch andere Spieler kommen? Use Mailbox. Mailbox. Do you don't have any mail? Okay. Knochen. Sammeln wir natürlich ein. Können wir bestimmt alles zum Craften gebrauchen. Und hier ist eine Höhle. Oh yeah, eine Höhle. Gehen wir mal rein. Ich würde ja ganz gerne mir eine Fackel craften. Warte mal, wir gehen mal noch mal raus. Müssen wir uns hier eine kleine Stufe bauen. So. So. Okay. Okay. So. So, dann würde ich mal ganz gerne, oder vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Holz. Wir könnten ja auch mal gucken, ob wir aus diesem Schrott, ob wir einfach den Schrott einsammeln. Ob wir uns irgendwas Schickeres bauen können hier. Guck mal hier, da müssen wir doch Ressourcen rausbekommen, wenn wir die alten Schrottteile hier einsammeln. Guck mal, Holz. Na, siehste. Place block to build bridges and explore your home island. So. Herz allerliebst, oder? Ich hatte ja eigentlich überlegt, da mal so einen Livestream zu machen. Ich bin jetzt gerade dabei, mir das beizubringen, wie das funktioniert. Da werden dann wahrscheinlich auch mal Livestreams kommen demnächst. Also nicht nur von dem Spiel, von anderen Spielen auch. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich hatte das heute schon mal gesagt in meinem. Na komm, jetzt haben wir einen Haufen Holz. Jetzt müsste man noch schon mal sowas wie eine Bergbank craften können. Wir gehen mal zurück. Gucken noch mal ins Inventar. Haben wir 9 Holz, ein Pilz, Knochen. Okay. Und dann gehen wir mal in unser Buch hier. Da sind nämlich neue Sachen dazu gekommen. Und zwar der Mushroom. Ein einfacher Pilz, okay. Und Knochen. Fragments of Knochen. Steht erstmal nichts weiter dazu. Und Erde.
Wolle. Und Planken. Okay. So, was mich jetzt... Handcraft a stone pickaxe from your rucksack. Ah, jetzt geht's los. Jetzt sollen wir uns mal... Erstmal sammle ich das noch ein. Okay. So, wir können jetzt ein stone pickaxe handcraften. Und zwar im Rucksack. Gehen wir auf R. Okay, und wo muss ich jetzt... Ah, hier Handcrafting. Hier hin. Und hier die Select a Recipe. Okay. Müssen wir es da rüberziehen? Ah, okay. Müssen wir jetzt hier reinlegen. Und ein scharf... Ach, das ist ein scharfer Stein. Und ein scharfer Stein. Und craften. Cool. Cool, wir sollen Metall abbauen. Das sieht so aus, oben links hier. So. Und jetzt will ich auch tatsächlich noch Fackeln craften. Sehr geil. 12 Fackeln. Die können wir nämlich gebrauchen, wenn wir in der Höhle sind. Machen wir das Ganze zu und jetzt gehen wir mal in die Höhle mit unseren schönen Fackeln. Jetzt haben wir eine Steinpickaxt und Fackeln. Wir können jetzt mal die Höhle auf unserer Heimatinsel erforschen. Das Coole ist natürlich, die Knochen nehmen wir vielleicht noch mit. Das Coole ist, dass der uns, die Hilfe ist sehr gut. Da reicht mein Englisch völlig für aus. Sehr geil. Die Grafik ist wirklich sehr wie ein LSD-Trip. Nee, nee. Ich weiß ja gar nicht, wie sowas ist. So. Gehen wir mal runter. In die Höhle jetzt. Hier haben wir uns ja schon eine kleine Treppe gebaut. Hier ist die Höhle. Ah, ja, 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 ja. Hier ist Zeug. Ah, guck mal da unten. Wow. Alter Schwede. Alter Schwede. Da kommt ein bisschen Licht rein, oder was ist das? Ah, guck mal hier. Wir werden mal hier eine Fackel hinbauen. Hier vielleicht. Okay. Und hier mache ich auch noch eine Fackel hin. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen Licht. Was ist das? Explore the ruined basement and harvest 10 Eisen. Für eine Metallplatte. Hm. Das ist hier dieses... oder das hier. Also eins von den sind Portale, mit denen wir in die Abenteuerwelt kommen. Und in der Abenteuerwelt sind dann Gegner. Skelette, Orks, Pipapo. Weiß nicht, ob da auch noch andere Spieler dann sind. Das ist ja ein Multiplayer-Spiel. Wir werden jetzt aber mal die Aufgabe erfüllen. Und zwar werden wir jetzt Iron Blocks abbauen. Da. Hier. Supergeil, supergeil. Sehr schön zu erkennen. Und wenn man sich vorstellt, das ist wirklich erst der Anfang. So. So, sehr schön. Das Tutorial ist auch so sehr geil gemacht. Jetzt haben wir 5. Ah, die brauchen wir nicht extra mit E einsammeln. Die kommen von alleine ins Inventar. Sehr schön. Was ist denn das hier? Oh, was war das? Keine Ahnung. So. Ist das auch Eisen? Ja. So, jetzt. Ah, also wir haben jetzt... Wir sollen 15 Stone abbauen, um einen Ofen zu bauen. Um das Metall zu schmelzen wahrscheinlich. Und wir haben 10 Metall schon abgebaut. Ich gehe mal stark davon... Was ist das hier? Ich gehe mal stark davon aus, dass Stone das hier ist. Ja. Da wird er ja gleich sagen, wie wir den Ofen bauen oder wie wir Eisen schmelzen. Wir sollten ja die 10... Ah, okay. Craft and place a forge. Gut, dazu werde ich aber mal rausgehen an die Oberfläche. Das werde ich draußen machen. Weil ich möchte mein Lager
Oder mein neues Haus, wenn ich mir dann ein Haus baue, hier auf meiner Heimatinsel. Oh, es ist dunkel draußen. Okay. Und das hier können wir jetzt auch noch abbauen, bestimmt, wa? Kriegen wir noch Pflanzenteile? Blumen, Blätter, alles Mögliche. So, wo können wir den Ofen hinstellen? Hier finde ich ganz gut. Da werde ich mal hier Fackeln platzieren. So. Und dann gucken wir mal, dass wir hier mal die Aufgabe erfüllen. Wir sollen ja einen Ofen machen. Gehen wir wieder auf R. Und hier können wir den Ofen schon machen. Ja, Handcrafting. Die einfachen Sachen kann man scheinbar mit Hand craften. Was gibt's hier? Okay, wir machen mal den Ofen. Dazu brauchen wir 15 Stein. Und craften den Ofen. Sehr schön. Damit haben wir ja die Aufgabe erfüllt. Cannot discard this item. Muss ich das jetzt verstehen? So, und den stellen wir jetzt mal. Stellen wir jetzt mal hier hin. Ah, cool. So, jetzt haben wir einen Ofen. Und jetzt sollen wir was machen? Eine Metallplatte im Ofen craften. Okay. Sehr geil. Ist geil, das Spiel. So, jetzt können wir schon die Sachen bauen. Metallbackel. Metallteile. Die ersten Metallteile. Wir werden jetzt mal eine Metallplatte machen. Dazu brauchen wir 9 Metal Ore. Und craften das. Questlock plus 5 für irgendwas. Hier wird schon gecraftet. Ist mir noch ein bisschen zu dunkel. Ich werde mal noch eine Fackel installieren. Vielleicht hier noch eine. So, sehr schön. Und hier noch, warte mal. Soll das ein bisschen symmetrisch machen? So, hier noch eine. Dass ein bisschen heller ist. So, ist ja jetzt fertig. Repair your Keystone. Own to make some Keystones. Ein Schlüsselstein. Repariere den Schlüsselstein. Um Schlüsselsteine herzustellen. Werden wir gleich machen. Vorher will ich mal gucken. Achso, nee, wir haben die Eisenplatten schon hier drin. Ach, die brauchen wir, um den Keystone zu reparieren, scheinbar. Gehen jetzt wieder mit Z in unser schönes Buch. Gucken mal, was wir Neues haben. Wir haben ein Blatt. A lump of rock. Trace amounts of metal. Stone. Und hier haben wir noch was Schönes. Also, eine weiche Blume. Eine Feder haben wir auch schon. Geil. So, jetzt sollen wir den Keystone reparieren. Der ist ja da unten. Nehmen wir vielleicht auf dem Weg noch ein paar Knochen mit. Aha. Sehr schön. Ich glaube, ich muss das Spiel auch nicht speichern. Wenn ich rausgehe, dann speichert er die Stelle, wo ich war. Das ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Es ist noch eine Alpha. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Also bei diesem Spiel weiß ich jetzt schon hundertprozentig, dass ich das spielen werde. Inwiefern es ein längeres Let's Play wird, weiß ich nicht. Vielleicht spiele ich das auch unabhängig von meinem Kanal. Einfach nur so als Privatmensch. Und nehme ab und zu nochmal auf. Ich weiß noch gar nichts. Ich weiß nur, dass ich dieses Spiel spielen will, erkunden will. Das ist hier der Keystone. Den sollen wir ja reparieren. Frag mich bloß nicht, wie. Use Damaged Keystone Oven. Okay, jetzt können wir den repairen mit den drei. Ah, okay. Repair mit einer Metallplatte. Oh. Ach, jetzt ist mir die weggefallen. Muss ich hier nochmal einsammeln. So, nochmal das Ganze. Metallplatte. Und hier einsetzen und jetzt reparieren. Und. So, guck mal. Ei, der Keystone wird repariert. Ist das schon repariert? Ja. Oh, cool. Jetzt ist der Keystone offen.
Und jetzt? Was können wir jetzt machen? Ah. Portalsteine, okay. Wir können im Prinzip verschiedene, ich glaube, wir brauchen drei grüne Cased-Stone-Fragmente, um einen grünen Cased-Stone herzustellen. Wir können meiner Meinung nach verschiedene, also es sind verschiedene Farben, sechs verschiedenfarbige Cased-Stones. Und wir kommen damit in sechs verschiedenartige Adventure-Welten. Dazu müssen wir jetzt Keystone-Fragmente finden und hier haben wir schon grüne. Davon brauchen wir drei Stück. Also nehme ich mal an, dass das welche sind. Ja. So, davon brauchen wir drei. Dann können wir einen Keystone herstellen. So, wir haben drei. Okay. Können jetzt hier mit diesen Dingern Keystone-Fragment craften. Oh, jetzt wird der Keystone aktiviert. Oh, wo ist er? Haben wir den schon? Wir haben den, oder? Ja, wir haben jetzt einen. Lege ich mal auf die 3. Equip the Keystone and throw it into the standing stone in your home island basement. Hier. Hier können wir ihn einsetzen und dann haben wir die Möglichkeit, werden wir auch gleich machen. Dann kommen wir nämlich über diesen Keystone ins Adventure Land, wo auch kämpfen können, glaube ich. Was passiert jetzt? Oh yeah. Oh yeah. Jetzt ist so eine Art Warp-Portal. Walk through the portal to go on adventure. Wenn wir jetzt hier durchgehen, kommen wir in eine Adventure-Welt. Was wir doch glatt mal machen werden. Ist so geil, so geil. Wir werden jetzt teleportiert. Ist echt abgefahren. Vielleicht mache ich die Folge jetzt ein bisschen länger. Nicht zu lang. 30 Minuten vielleicht, damit wir noch kurz was von der Adventure-Welt sehen. Juhu. So, hier wird's ernst. Jetzt sind wir in der Adventure-Welt. Da sind in Airgrow Village. Your quest log is empty. Open the Chronicle using Z and pick a skill. Oh. Mit Z die Chronicle. Und jetzt können wir einen Skill aussuchen. Miner, Krieger, Explorer, Blacksmith, Architekt. Was wollen wir skillen? Vielleicht Explorer jetzt mal? Sich dazu was machen. Harvest 10 Fabriksheets. Harvest 10 Candles. Harvest 10 Cotton vom Cotton Plants. Ah, okay. Können wir uns so selber Quests aussuchen im Prinzip? Wir haben hier noch so ein Ritterding. Kill in 5 Enemies mit a Sword. Block 5 Enemies. Davon haben wir noch nichts. Wenn wir mal. Vielleicht doch ein bisschen mehr den Explorer-Dingsbums hier. Harvest 10 Schmerz. Kerzen. Gut, dabei lassen wir es jetzt mal. Und dann gucken wir mal. Gucken wir uns die Welt mal an. Es gibt hier natürlich auch Nacht. Hatten wir ja vorhin schon. Ein paar Fackeln habe ich noch. 6 Stück. So, gucken. Ups. Eieiei, was ist das? Ach, so ein Schatten. Gucken wir mal, ob hier. Also Kerzen werden wir hier nicht finden, oder? Cotton Plants, da hinten sind die. Wir müssen 10. Oh, guck mal. Wow. Also das haben jetzt keine Spieler gebaut, sondern es ist halt die Adventure-Welt. Es kann sein, dass wir hier Spieler treffen. Aber vor allen Dingen, da. Nein, da sind echt Spieler, cool. Die laufen da rum und machen irgendwas. Weiß nicht, ob die mich auch angreifen. Um an mein Zeug ranzukommen, kann sein. Aber wir werden jetzt einfach mal. Tja, wenn man jetzt da hingehen. Guck mal, jetzt kommt er schon. Will uns gleich umbringen, oder was? Ach du Scheiße. Ach, viel mehr als wir hat er auch nicht, oder? Nee, der tut uns nichts, okay. Ist schon mal gut. Vielleicht erfüllt er ja selber auch seine Quests.
Habe ich jetzt auch nicht so einen Bock. Und mal einen Huhn erlegen. Oh. Cotton Plants. 10 Cotton Plants. Wie komme ich denn überhaupt wieder zurück? Sag mal. Oh, der hat schon einen Bogen, oder was? Wie komme ich denn wieder zurück in meine Welt? Hier? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich wieder zurückkomme. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, mit R vielleicht? Wo ist die Option? Es gab irgendwo eine Option, wie man wieder zurückkommt. Vielleicht mit Escape? Home. Hier, Home. Nein, nicht Quit. Continue. Gut, über Home können wir uns sofort wieder zu unserem Nachhause beamen. Und ich will mir jetzt ganz gerne mal die Stadt hier angucken. Ob da wer wohnt. Ob ihr das auch nochmal seht. The Besieged Village. Sie sind jetzt doch keine Monster, wie es aussieht. Keine Monster. Bis jetzt noch nicht. Vielleicht kommen die erst nachts. Und jetzt können wir hier theoretisch alles kaputt hauen. Und einsammeln. Oh, ja, yeah, was ist das? Oh Mist, hier war schon jemand. Die Truhe hat schon... Ups, nein, die Truhe hat schon jemand ausgemacht. Da ist nichts drin. Ich glaube, da werde ich auch nichts mehr finden. Ist hier schon ein Gegner? Oh ja. Oh ja. Ob ich da eine Chance habe gegen den? Da geht es doch irgendwie in eine weitere Adventure-Welt, oder was? Hat er mich schon gesehen? Oh, jetzt kommt er her. Ein Berserker? Da habe ich, glaube ich, keine Chance, oder? Also ich springe jetzt, es soll wohl irgendwie besser sein. Wenn man springt, hat man eine Chance. Oh ja, ja. Oh ja, komm, 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 komm. Alter Schwede. Ach nee, oh, 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 nein, Entschuldigung. Alter, machst du meine Truhen alle auf, oder was? Oh. Jetzt hab ich ihn umgebracht und der macht die ganzen Truhen jetzt auf, oder was? Ey, hör doch auf, ist doch scheiße sowas. Los. Bei der komischen Steinaxt hier. Ist ja da durch. Dann geht's dann weiter. Hier kann man, wenn man wartet, immer für Fotos voten. Screenshots, die Spieler gemacht haben. Nur ein kleines Gimmick wahrscheinlich. Oh. Ach so. Ach ne, das war das zurück nach Hause, oder wie? Hm. Gut, habe ich ja jetzt nicht allzu viel erreicht. Und habe immer noch die Aufgaben. 10 Karten und 10 Kerzen. Ich glaube... Warte mal. Ich glaube, ich werde mal hier erstmal noch so einen Keystone herstellen. Ach, guck mal, jetzt haben wir die schon die verschiedensten Farben. Grün, White, Light White, Dark Green, Dark White, Light Green. Ich habe doch 5. Dann müssen wir einen normalen Grün nehmen. Da brauchen wir 6 für. Nee, nimm die wieder raus. Dark Green. Green. Keystone. So, jetzt. So, mit diesem Keystone. Was ist das eigentlich? Carved Redstone Piece. Mit diesem Keystone kommen wir halt in diese Welt, wo wir eben schon mal waren, rein. Was wir jetzt aber nicht machen wollen.
Ich will jetzt mal die Skills verändern. Das mal hier. Genau. Und werde jetzt mal Blacks mit Miner Skills aktivieren. Ah ne, Craft Using 15 Items, Craft 10 Eisen, Harvest 10 Gold. Oh Mann, das sind alles Sachen, die kann ich auch noch gar nicht machen, oder? Okay, wir belassen es jetzt erstmal bei dieser Folge. Ich gehe mal an die Oberfläche. Also hier haben wir haufenweise Eisen. Da haben wir Keystone-Fragmente. Hier haben wir auch noch welche. Hier haben wir Knochen, 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 Knochen. Unterirdische Pflanzen. Also Gold werden wir hier bestimmt nicht finden, wa? Vielleicht gibt es ja irgendeine andere Stelle von auf unserer Insel, wo wir Gold finden können. Aber unabhängig davon kann ich ja mal kurz gucken, was ich jetzt noch so craften kann. Mit unserem Handcrafting. Ein Feuerchen. Eine Werkbank. Da brauchen wir 4 Wood Planks. Können wir doch glatt mal eine Werkbank craften. So, sehr schön. Die legen wir mal auf die 4. So, haben wir schon. Und stellen uns die mal daneben. Zack. So, jetzt haben wir eine Werkbank. Was macht die Werkbank? Was macht die? Oh, guck mal, wie viele da machen kannst. Da kannst du machen. Erstmal hier sehe ich nicht. Repair Items. Dismantle Items. Ach, da kann man die wieder auseinandernehmen. Geil. So, kleine Lederstreifen. Das weiß ich nicht, was das ist. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht kommt hier noch. Ach, guck mal, ein Stuhl. Ein Bild. Ein Bett. Also schon mal so Einringungs. Eine Fahne. Falls wir uns jetzt hier so einen kleinen Stützpunkt bauen wollen. Kleine Gegenstände. Und eine kleine Truhe. Und? Ja, wollen wir eine kleine Truhe bauen? Wir haben aber nur 2 Planken. Dazu müssen wir uns jetzt noch mehr Planken holen. Und dann können wir uns eine kleine Truhe bauen. Ja. Wahrscheinlich müssen wir dann demnächst auch eine neue Spitzhacke bauen. Dazu werde ich mal ganz kurz in mein Crafting-Menü gucken, ob wir bei Handcrafting schon eine Spitzhacke bauen können, eine Eisenspitzhacke oder sowas. Nein, noch nicht. Haben wir noch nicht genug Rezepte für. Was gibt es hier noch? Anvil. Warte mal, was ist das hier? Garvet Stone Piece. Aus 3 Steinen. Das ist wahrscheinlich zum Bauen. Lassen wir mal. Das mache ich mal nicht. Sondern ich werde jetzt wirklich mal mir Holz holen. Guck mal, da fliegt noch Holz rum, haufenweise. Ich wollte eigentlich aufhören, wa? Warte mal. Es macht echt süchtig. Eine wunderschöne Welt. Wir haben einfach unsere ganzen Raumschiffteile hier benutzen. Da haben wir schon genug Holz. Nutze ich die eigentlich ab, die Steinspitzhacke? Gucke ich gleich mal in mein Inventar. Ob die sich schon abgenutzt hat? Nö, scheinbar nicht. Braucht man nicht ständig eine neue bauen. Aber wäre nicht schlecht, wenn man. Ist das Stein, wa? War doch jetzt Stein, oder? Skystone, Himmelsstein. Perfekt für Konstruktion. Ah, sehr schön. Gut, jetzt haben wir einen Haufen Bretter und dann können wir mal gucken, dass wir aus den Brettern irgendwas Schönes machen. Da 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 da. Ach so, ja, stimmt, für die Truhe wollte ich hier schon mal eine Truhe bauen können. Oh. So. Jetzt haben wir die Truhe. Wo stellen wir die denn hin? Wo stellen wir die denn hin? Würde ich mal sagen, wir stellen die Truhe mal nicht daneben, sondern hier hin. Sehr schön.
Wir können jetzt in die Truhe im Prinzip, sollen wir mal sagen, wenn wir in diese Truhe alles reinmachen, was mit Eisen ist und mit Holz ist. Würde ich mal so sagen, oder? Okay, machen wir erstmal. Holz und Eisen kommt in diese Truhe. Mal schnell nochmal hier gucken. Ah, okay. Eieiei, hier sehen wir den Rand von der Insel. Vom Skyblock. Mich mal interessieren, ob wir da sterben, aber das will ich jetzt nicht ausprobieren. Wunderschöne Grafik. Okay, Leute, das wäre es erstmal. Morgen kommt dann die nächste Folge. Ich lade die jetzt heute Abend noch hoch, damit ihr noch was davon habt. Heute ist ja schließlich Freitagabend. Ich hoffe mal, das schaffe ich noch zeitmäßig. Okay, und an der Stelle logge ich mich dann erstmal aus wieder und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von, wie heißt das Ding nochmal? Sky Saga. Wenn er mich fragt, irgendwie sehr geil. Tschüss.